Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir müssen jetzt in dieser Folge mit dem Marskampf sprechen, um herauszufinden, wer diese mysteriöse Person ist. So. Ah, du bist es. Hat dein Krabben vorhin wieder etwas ausgefressen? Gegessen habe ich leider noch nicht, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich verfolge im Auftrag Murkzins einen maskierten Mann. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Ist dir vielleicht ein Mann mit Maske aufgefallen? Damit meinst du wohl den maskierten Abenteurer. Er scheint sich wieder in der Gegend herumzutreiben. Man hört nur das Schlimmste über ihn. Wäret ihr etwas früher gekommen, hättet ihr ihn noch angetroffen. Was? Er war hier? Wohin ist er gegangen? Bitte, ich muss es wissen. Nimm es mir nicht krumm, Krabbe, aber dieser Abenteurer ist eine Nummer zu groß für dich. Zieh dich zurück, solange du noch kannst. Ich sag das zu deinem Besten. Der Kerl schreckt weder vor Auftragsmord noch vor sinnlosem Vandalismus zurück. Er ist ein Schurke übelster Sorte. Je dreckiger der Auftrag, desto besser. Leider muss man sagen, dass er sein Handwerk ziemlich gut versteht. Ein richtiger Macher also. Aber ich werde ihm schon das Handwerk legen. Im Ernst, lass die Finger von ihm. Leute, die ihm in die Quere kommen, beseitigt er, ohne mit der Wimper zu zucken. Ha, so leicht lasse ich mich nicht einschüchtern. Wenn ich einen Auftrag annehme, führe ich ihn auch aus. Der Macher macht's. Ich sehe schon, du lässt dich nicht umstimmen. Der maskierte Abenteurer ist Richtung westliches Hochland von Körthas aufgebrochen. Sag aber hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Danke sehr, keine Sorge, ich schaff das schon. Das heißt, so ganz alleine vielleicht doch nicht. Du hilfst mir doch, Meister. Aber nur ein bisschen. Ich will doch endlich als Abenteurer auf eigenen Beinen stehen. Sehr gut. Westliches Hochland von Körthas. Der Urteilsfels liegt dort. Vielleicht weiß Jandelot, wo sich der Mann aufhält. Gut, dann auf zum Hochland von Körthas. So, mal kurz gucken, wo. Na, komm. Wo das genau ist. Ziemlich mittig. Mal fliegen wir einfach mal von hier aus dorthin. Vielleicht geht das ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, warum dieses Ding plötzlich, also diese Vorhänge dann ausfährt, wenn es fliegt, aber ich finde das irgendwie cool. Wollte ich mal so nebenbei erwähnen. So, da sind wir nun. Und dort zur Siedlung müssen wir. Und es ist mal klares Wetter. Man sieht hier wirklich mal alles vom Gebiet. Das ist ja unfassbar. Sind wir schon. Mal gucken, ob uns der weiterhelfen kann. Dieser widerliche Mistkerl. Oh, hast du mich erschreckt? Was willst du hier? Ich bin, um es freundlich auszudrücken, nicht gerade in Plauderlaune. Wenn es nichts Wichtiges ist, zieh lange. Nun sei doch nicht so griesgrämig, Angelo. Wir sind nicht zum Plaudern hier, sondern um einen wichtigen Auftrag auszuführen. Munkzin hat uns gebeten, den maskierten Abenteurer ausfindig zu machen. Hast du ihn vielleicht gesehen? Du suchst den maskierten Abenteurer? Menno, Krabbe sagt das doch früher. Der Mistkerl hat gerade einen meiner Männer halb tot geprügelt. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat er sich auch nur mit unserem gerade erst gekauften Mana-Schnitter aus dem Staub gemacht. Unsere letzten Ersparnisse sind für das Flugvehikel draufgegangen. Wir hatten uns schon so gefreut, dass ab jetzt Geschäftsreisen nach Ishgard und Lotastfahrt weitaus bequemer werden würden. Und dann kommt dieser Schuft und macht aus purer Gemeinheit alles zunichte.
Zugegeben, er war nicht ganz grundlos wütend auf uns. Einem meiner Männer ist der Sieben-Himmel-Fruchtbein wohl ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und es kann sein, dass der maskierte Abenteurer seine geleilten Bemerkungen über die Merkwürdigkeit von zwei verschiedenfarbigen Augen in den falschen Hals gekriegt hat. Aber muss er deswegen gleich ausflippen und den Mana-Schnitter klauen? Ich weiß zwar nicht, was das für ein Auftrag ist, von dem du gesprochen hast, aber wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um den Kerl machen. Das kann ich nicht, denn ein echter Abenteurer führt einen Auftrag aus, den er angenommen hat. Weißt du, wohin der maskierte Abenteurer mit dem Mana-Schnitter geflogen ist? Abenteuerstolz, was? Manchmal bin ich froh, kein Abenteurer zu sein. Der Mistkerl ist in Richtung abalatisches Wolkenmeer abgedüst. Hals- und Beinbruch, würde ich hier gern sagen, aber du hast ja keine Knochen, Krabbe. Ich bin keine Krabbe, sondern ein Bart. Wann geht das endlich in deinen Dickschädel? Würde ich ja gerne sagen, aber ihr dünnschaligen Jäger habt ja nicht einmal einen richtigen Panzerschädel. Du hast es gehört, Meister. Bei unserem maskierten Abenteuer scheint es sich um einen richtig üblen Kerl zu handeln. Aber meine Ehre als Abenteurer steht auf dem Spiel. Wenn der Macher sagt, er macht's, macht er es auch. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt ins Wolkenmeer. Ein neuer Tanz. Das abalatische Wolkenmeer liegt nordöstlich von hier. Auf dem Rücken eines Kongamato ist diese Strecke schnell zurückgelegt. Fragt sich nur, wo wir mit unserer Suche nach dem maskierten Abenteuer anfangen sollen. Bei dem Wanu-Wanu auf Naki? Sag bloß, du bist auch mit dem Wanu befreundet, Meister. Naki ist eine kleine Insel im Westen des abalatischen Wolkenmeers. Jede Wette, dass ich mit meinem Kongamato zuerst dort ankomme. Der kennt sich aber ziemlich gut aus in dem Wolkenmeer, dafür, dass der eigentlich immer nur hier unten hier unten eben wohnte und nicht mal die Mokris kannte. So. Warte. Da unten, gut. So. Ah, da drüben steht er beim Häuptling. Naja, stehen ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, Meister, rette mich! Der dicke Vogel will mich auffressen! Na, Manoe, welch erfreulicher Anblick! Wie wolkenloser Himmel an einem vogelzwitschernden Frühlingstag. Linu Wanu O hat frische Womaura-Kampa-Larve gefangen. Bauch grollt schon wie Donner. Fleisch sieht knusprig aus wie trockenes Laub. Was denkt Navanoe? Soll Linu Wanu O knusprige Larve aufspießen und über Feuer braten oder doch lieber roh essen? Linuwani-O ist verblüfft wie nach Blitz im blauen Himmel. Warum sagt Navanoe nicht früher, dass knusprige Larve Freund von Navanoe ist? Navanoe sagt, er sucht maskierten Abenteurer, aber Linuwani-O hat ihn leider nicht gesehen. Eigene Nutzlosigkeit trübt Herz von Linuwani-O wie dunkle Herbstwolke. Linuwani-O hat auch noch andere dunkle Herbstwolken im Herz. Wo bleibt nur kleine Schwester Linu Valio? Sie wollte sich neuen Tanz ausdenken. Sorge erfüllt Linu Wanu O das Herz mit Finsternis wie sternenlose Neumondnacht. Was meinst du, Meister? Ist diese kleine Schwester ebenso kräftig glaubt wie ihr dicker Bruder? Wenn nicht, sollten wir zusehen, dass wir sie finden, bevor der maskierte Abenteurer sie findet. Navanoe und knusprige Larve vertreiben Kummerwolken und geben Linu Wanu O Hoffnung. Linu Wanu O schlägt vor, ihn vor Siran nach kleine Schwester zu suchen. Ist Lieblingsort von Linu Wanu O. Lass uns schnell von hier fortgehen, Meister. Diese Wanu sind mir nicht geheuer. Sie sind so groß und außerdem gefällt es mir nicht, als knusprige Larve bezeichnet zu werden.
Ja. Gut, da unten muss man, ich glaube, weißt du was, wir porten einfach mal kurz zum Camp Wolkenwipfel und fliegen von dort aus los. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen näher. So, wieder ein zufälliges Reittier. Hui. So, irgendwo dort vorne beim Wasser muss die sein. Ah, da ist sie ja. Welch erfreulicher Anblick, wie sonnige Blumenwiese im Frühling. Welche Schicksalswinde haben Navanu eher an diesen Ort getrieben? Eine knusprige Larve. Oh, hallo knusprige Larve. Liduvali, oh, läuft Wasser im Mund zusammen, wie Flüsse laufen im Meer. Nein, nein, ich bin keine Larve, ich bin ein Abenteurer, ich bin der Macher. Liduvali, oh, versteht. Knusprige Larve ist Abenteurer und sucht maskierten Abenteurer. Hm, Liduvali, oh, hat ihn nicht gesehen, kann Navanoe nicht helfen. Aber vielleicht kann Navanoe Liduvali, oh, helfen. Braucht Idee für neuen Tanz, aber Liduvali, ohs Kopf ist leer wie von Wurm ausgehöhlter Apfel. Wenn Navanoe Liduvali, oh, neuen Tanz zeigt, sprudeln Ideen bestimmt wie Quellwasser. Aber Tanz darf kein Navanoe-Tanz sein. Liduvali, oh, kennt bereits alle Navanoe-Tänze. Sucht etwas Neues, wie unbetretener Schnee. Hm, ich habe so eine Idee. Liduvali, einen Tanz zeigen, der nicht von Navanoe stammt. Wir haben ja zufällig vor kurzem einen Mogri-Tanz erlernt. Ah, schöpferischer Einfall fährt in Liduvali, oh, wie Blitz im Baum. Ideen sprudeln wie Wasserfall. Seid ihr alle bekloppt geworden? Komplett verrückt geworden? Ja, ist fast gleich. Jetzt ist nicht die Zeit für alberne Tänze. Meister, wir haben einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Alberne Tänze? Für Wano-O sind Tänze heilig wie Totem. Tänze verleihen Wano-O Kraft, wie Erde tankt Kraft von wärmender Sonne. Na nun, der Jäger ist dort drüben. Das ist doch der maskierte Abenteurer. Du, du hast Gullinbursti angeschossen und seither benimmt er sich so seltsam. Was hast du mit ihm gemacht? So, so. Schämt ihr euch nicht, einen friedlich Badenden auf diese Weise zu überfallen? Andererseits darf man wohl von wilden Kreaturen keine vollendete Manieren erwarten. Was dich anbelangt, du bist doch der Abenteurer, der sich in Tanaland stets bei den wilden Stämmen rumgetrieben hat. Ich sehe, du hast deine merkwürdigen Vorlieben beibehalten. Damals hättest du mich hier beinahe ins Jenseits befördert. Aber wie du siehst, ich lebe und ich bin wahnsinniger denn je. Antworte gefälligst auf meine Frage, elender Maskenbandit. Was hast du mit Gullinbursti angestellt?
Ich habe bloß getan, was man mir aufgetragen hat. Mein Auftrag lautete nun einmal, einen mächtigen Drachen in den wallenden Nebeln ausfindig zu machen und ihm eine Spezialkugel in den Hintern zu jagen. Diese Spezialmunition raubt Drachen ihr selbst und verwandelt sie in rasende Ungeheuer. Mit der intellektuellen Überlegenheit der Drachen kann es nicht weit her sein, wenn eine Kugel ausreicht, um sie in wilde Bestien zu verwandeln. Ein wirklich interessantes Spielzeug, diese Waffe, findest du nicht auch? Du raubst ihn ihr selbst. Das ist ungeheuerlich. Das lasse ich nicht zu. Das hat ausgerechnet ein Gnat ohne selbst. Wie kommt es übrigens, dass du alleine bist? Hat dich deine Herde verstoßen? Ich habe sehr wohl ein Selbst. Ich bin der Macher und ich bin ein Abenteurer. Mein Auftrag lautet, dich zu fangen. Ja, ein Gnat, der Abenteurer sein will. Ja, und er will mich fangen? Das ist überhaupt gar nicht lustig. Hör sofort auf zu lachen und sagt mir, wer dein Auftraggeber ist. Mein Auftraggeber? Sagen wir so, er ist ein Gallier, der nicht gerade feinen sollte. Sobald ich meine Gill habe, will ich seine dreckige Visage nie wiedersehen. Doch sag mal, hast du ernsthaft vor, einen Unbewaffneten abzuknallen? Na, und was machst du jetzt, Abenteurer? Mist. Dass die Spezialmunition bei den Gnat wirkt, ist mir bekannt. Ich frage mich, wie es mit den Vanu-Vanu steht, oder? Aufhören, bitte! Ja, so ist es recht. Flehe mich an, bettel um dein Leben. Das bringt mein Blut in Wallung. Hatten aber nur ihr Rest von Verstand verloren. Wie Baum verliert alle Blätter im Herbst? Verdammt, noch mehr Störenfriede. Wirkt definitiv auch bei den Vanu. Wenn ihr mich fragen wollt, müsst ihr erst eure Vanu-Freunde erledigen. Hasst mich ruhig dafür, denn euer Hass nährt bloß meine Kraft. Teroi, Inu Wali O hat gute Idee. Sonnentanz kann wild gewordene Gundo O vertreiben, wie Wind vertreibt dunkle Wolken. Nein, Sonnentanz wirkt nicht. Neuer Tanz muss her. Theoi soll Linu Valio nachtanzen. Herzen müssen im Gleichtakt schlagen, wie Puls von Erde mit Puls von Mond. Ah, Tanz brennt wie 1000 Sonnen und 1000 Monde, leuchtet hell wie 1000 Blitze.
Lino Valio ist erfüllt von Bewunderung wie Wald vom Blätterduft. Teroe ist Navanoe und doch tanzt er neuer Tanz fehlerlos wie Wano-O. So wie Sonne und Mond gemeinsam Dunkelheit vertreiben, haben Teroe und Lino Valio gemeinsam zornige Gundo-O mit Tanz vertrieben. Mit Sonne und Mondtanz. Entschuldige, dass ich eure Tänze albern genannt habe. Ich wusste nicht, welche Kräfte sie freisetzen können. Ich dagegen habe mich noch nie machtloser und nutzloser gefühlt. Gut, diese Gundos haben wir wieder beruhigt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser elende Maskenbandit weiter Unschuldigen ihr Selbstraub zu weichter Mache heiße. Zu dumm, dass er uns entwischt ist. Meister, was sollen wir jetzt bloß machen? Lino Valio muss erst zu Bruder nach Okgundonaki zurückkehren. Bestimmtes Herz von Bruder Krankvorsorge wie mit Schimmel befallenes Blatt. Okay. Erstmal zurück. Wir müssen den Maskenbanditen finden, aber wie? Er hat gesagt, sein Auftraggeber sei ein Galliar der nicht geraden feinen Sorte. Vielleicht sollten wir nach ihm suchen. Andererseits frage ich mich, was denn ein Galliar der feinen Sorte ist? Ja. Wenigstens wissen wir jetzt, was Gulimbus dir zugestoßen ist. Auch wenn es mich beschämt, dass ich den Auftrag nicht ganz erfüllen konnte, ist es wohl am besten, wenn ich Mukzin erst einmal Bericht erstatte. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Kupo Hoho. Oh, niedlicher Anblick von Geirakatze und Küken lässt Herz von Lino Valio schmelzen wie Sonne-Eis. Lino Valio lädt beide ein, an Fest teilzunehmen und Bäuche rund zu machen wie Vollmond. Katze? Kupo? Nein, ich bin Vorarbeiter Mokzin, der geschickteste Handwerker der Mok des Mokri-Aufbautrupps. Und ich bin kein Küken, sondern Uldel. In ein paar hundert Jahren werde ich der größte und stärkste Drache in ganz Eosea sein. Überhaupt, was bist du denn? So einen dicken Vogel wie dich sehe ich ja noch. Habe ich ja noch nie gesehen. Oh, galantes Küken versteht es, Wano-O-Dame Komplimente zu machen. Schamesröte überzieht Lino Valios Gesicht wie abendröte Himmel. Mokzin, Uldi, was macht ihr beide hier? Gullibus, die Spur hat uns hierher geführt, Kupo. Genau, und gerade als wir dachten, wir hätten seine Spur verloren, sind wir auf euch gestoßen. Habt ihr die maskierten Abenteurer gefunden? Erzählt, ich will alles wissen. Kubo? Wer klaut anderen Wesen ihr selbst? Was für ein schrecklicher Kerl. Gulimbus, die ist übrigens nach Nordosten geflogen. Ich habe mehrmals ganz laut seinen Namen gerufen, aber er hat sich nicht einmal umgedreht. Vielleicht wird er nie wieder so sein wie früher, Kubo. Sag doch nichts etwas Schreckliches, sonst fange ich gleich an zu heulen und aus dem Alter bin ich doch schon längst raus. Ich bin mir sicher, dass Gulimbus dich zu seinem früheren Selbst wiederfinden wird. Schließlich sind auch die Wano wieder zu Sinnen gekommen. Tanz hat sie zur Vernunft gebracht. Vielleicht gibt etwas anderes Drachenvernunft wieder zurück. Auf jeden Fall sollten wir ebenfalls Richtung Nordosten aufbrechen. Lasst uns alle gemeinsam nach Gulimbus die suchen. Im Nordosten von Wolkenmeer liegt Insel Azizla. Wano-O ist es verboten, über Insel zu sprechen, geschweige denn sie zu betreten. Wer Fuß auf sie setzt, muss vergehen mit Tränen wie hilfloser Schnee in Sonne. Lino Valio würde Teroe gern helfen, aber möchte nicht vergehen wie hilfloser Schnee in Sonne. Will noch viele Monde leben, viele Tänze tanzen und viele Male Bauch rund wie Vollmond füllen. Das verstehe ich. Ohnehin war es nicht meine Absicht gewesen, dich in die Angelegenheit zu verwickeln. Ich würde euch ja lieben gerne helfen, aber leider fürchte ich, dass ich nicht besonders nützlich sein würde. Ich kann hämmern und Nägel einschlagen. Aber wenn es gefährlich wird, fängt mein Bommel ganz doll zu zittern an.
Und auf diese verbotene Insel soll es sehr gefährlich sein, Kubo. Und du willst Gullimbus dieses Freund sein? Auch wenn du nicht kämpfen kannst, kannst du dich doch bestimmt auf andere Weise nützlich machen. Der Macher hat recht. Echte Freunde stehen einem in der Not bei. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Tut mir wirklich leid, Kubo. Zum Glück hat Gullimbus die zwei so starke Abenteuerfreunde wie Tero und dich. Er ist wie alle Mokis. Nichts nimmt er ernst. So, Sieg der Freundschaft. Wenigstens kann ich mich auf dich verlassen und auf Uldi. Auf dich und Uldi verlassen. Dann brechen wir eben zu dritt nach Azizla auf. Komm, Uldi, auf zur verbotenen Insel. Ich bin auf meinem Kongamato vor dir dort. Die Wette gilt. Fang aber nicht an zu heulen, wenn du verlierst. Gut, dann auf nach Azizla. Insel voller Maschinen. Wie sollen wir in diesem Labyrinth jemals Gullimbus die finden? Überlass das mir. Ich kann einen Drachen aus 100 Jahren Entfernung riechen. Ja, ich rieche Drachen, aber Gullimbus die ist nicht darunter. Doch vielleicht hat einer der Drachen ja Gullimbus die gesehen. Ich werde sie mal fragen. Haltet euch dicht hinter mir, damit euch nichts geschehen. Wo genau ist der jetzt hingeflogen? Ah. Ach, das habe ich nicht gesehen, weil das... Ah, okay, gut. Weil das verdeckt war. Aber gut, wir müssen auf die Insel, wo die Drachen sind. Das ist ja eigentlich fast schon logisch. Ach, Azizla, ich mag dieses Gebiet nicht. Es ist irgendwie so... Es passt irgendwie nicht so wirklich in das ganze Zeugs da mit rein. Es ist so... so maschinenmäßig, so futuristisch. Aber gut. Wir müssen ja nicht ewig hier bleiben. Jetzt müssen wir erstmal die beiden hier finden. So. Es ist merkwürdig. Normalerweise behandeln mich größere Drachen äußerst freundlich, weil ich doch so klein und niedlich bin. Aber die Drachen hier waren total unfreundlich und haben mich gleich fortgeschickt. Richtig aggressiv waren sie. Es ist, als ob sie wie Gullimbus die ihr selbst verloren hätten. Bin ich denn hier der einzig vernünftige Drache? Tiamat? Du meinst, sie wird uns helfen? Worauf warten wir dann noch? Genau, fragen wir am besten Bahamuts Frau. Oder Gemahlin, Lebensgefährtin, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Jo. Dass wir die nicht befreien können, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Die hängt ja auch schon seit tausenden von Jahren fest. Ist sie noch nicht wahnsinnig geworden? Das wundert mich. Jo, gut. So, ich würde aber sagen, wir machen dann hier an dieser Stelle erst in der nächsten Folge weiter. Denn ich glaube, da kommt jetzt noch einiges auf uns zu. Und ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!